We exalt you, Jesus, we honor you, Lord. We sing praises to you, we sing praises to you, Lord. There is none as like you. There is none as like you, there is none as like you, Jesus. Receive all the glory, receive all the glory. Father's house, and that is the best decision that you made every Sunday. So gut im Hause des Vaters zu sein, und das ist eine gute Entscheidung, die ihr jeden Sonntag trifft. Amen. God Amen. Said, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Sucht das Königreich Gottes und alles wird dir Gutes wird dir gegeben werden. Amen. When we draw closer to God, God will draw closer to us. Wenn wir Gott näher kommen, dann kommt er auch näher zu uns. And you know what? There's always when there's always blessings in obedience. That's why God said, "In all these things shall be added unto you." Denn das ist Segen im Gehorsam sein, und deswegen sagt Gott auch, alles wird dir gegeben werden. Amen. And don't take it for granted. God protected you all the time. Nehmt es nicht für selbstverständlich. Gott behütet euch immer. You know, there's battles that we don't even know, but God is fighting the battles for us. Wir wissen es manchmal gar nicht, aber Gott kämpfe für uns. Amen. That's why every day don't forget to pray. Don't forget to believe that God is taking good care of you. Deswegen vergesst es nicht und betet jeden Tag dafür, dass Gott euch um sich sich um euch kümmert. And continue being in faith. Und bleibt im Glauben. And believe him for great things in your life. Und glaubt einfach an tolle Dinge in eurem Leben. I know God will never disappoint you if it's the will of God. Ich weiß, dass Gott dich nie enttäuschen wird. Das ist Gottes Wille. Amen. Amen. We are faith people. Amen. So once again, we want to welcome you in today's service. Ich möchte euch heute nochmal herzlich willkommen heißen im heutigen Gottesdienst. Yeah, we are Living Hope International Church. Wir sind die Living Hope Internationale Kirche. Living Hope, this church is alive. This church is increasing. This church is growing. Amen. Lebendige Hoffnung, diese Kirche ist wächst ständig. Diese Kirche ist wundervoll. Yeah, not only in numbers, but we believe we are increasing even in our spiritual area. Hallelujah, we are drawing closer to our God more and more. Damit sind nicht nur die Mitglieder gemeint, sondern unser geistlicher Zustand. Wir kommen immer näher zu Gott. Amen. And God looks in our heart. Yeah, and that is very important. Gott schaut in unsere Herzen, und das ist sehr, sehr wichtig. So, congratulate once again your Never that they are here with us. Tell them you are blessed. You're able to come in the house of the Lord. Amen. Gratuliere deinem Nachbar und sag ihm danke, dass du es heute wieder möglich gemacht hast, herzukommen. We are joyful people. Tell your Wir sind freudige Leute. Sag das deinem rechts und links Sitzenden. Amen. Amen. Yeah. On every Wednesday, there is a prayer service in this place. Jeden Mittwoch ist hier ein Erweckungsgottesdienst. Yeah? Revival is in the house of the Lord. Hier ist ein Erweckungsgottesdienst im Hause Gottes. You know, church, if you cannot come on Sunday and you are available on Wednesday, come in the house of the Lord, because that is your Sabbath day. Wenn ihr sonntags nicht könnt, dann kommt doch gerne mittwochs. And you know, this word that, I'm always busy, please make it sure that you have a tamin, you have appointed time in the Father's house. Und ich bitte euch doch, haltet diesen Termin frei, sei es sonntags oder mittwochs, habt eine Verabredung mit Gott. You know, because really, all of us, we are busy, but remember, time comes from the Lord. So make it sure that you have time in that week, you have time to come in the house of God. Ich weiß, dass wir alle viel beschäftigt sind, aber bitte, bitte haltet euch den einen Termin frei und kommt zum Hause Gottes. Amen. Amen. Don't forget to seek your master. Vergesst nicht, euren Meister zu suchen. So our prayer service will always be here at every Wednesday from 7 o'clock to 8:30. Also mittwochs um 7
haben wir hier noch einen Gottesdienst und wir würden uns freuen, wenn ihr kommt. And also every Friday we have our choir practice from 5:15. Und freitags haben wir Chorprobe vom ab 5 Uhr. And after, immediately after the choir practice, we have Bible discussion. We're reading the Word of God and we discuss. Und direkt nach der Chorprobe haben wir noch eine Art Talkshow, wo wir oder eine Bibelstunde abhalten. And yeah, from 7:30 we have our expectation hour. That is our program as a church. We are talking about relationship, love, marriage. from 7:30 every Friday we have expectation hour here. Jeden Freitag um 7:30 haben wir dann noch die Erwartungsstunde. Da reden wir über Ehen und Love, relationship and marriage. Beziehungen. Ja. Amen. And every Sunday at 2 o'clock, we are always here. And I'm grateful that really every 2 o'clock, punktlich, on time, we start the service. Und sonntags um 2 haben wir immer, jeden Sonntag pünktlich um 2. It's so nice. This church known as really on-time church. Haben wir pünktlich, also dafür sind wir bekannt, um 2 Uhr unseren Gottesdienst. Not only they say that German, but really international church, living up, we're always on time. Amen. So now I'm going to give my short exhortation for our tithes and offering. Nun werde ich euch durch die Zehnte und Opfer führen. Yeah, but before you, in Galatians chapter 6, verse 9 and 10. Galatians chapter 6, from verse 9 to 10. Galater, Vers 6, vom 9 Vers 9 bis 10. Amen. Okay, let's read the word. It says, and let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. Vers 9. Lass uns aber Gutes tun und nicht müde werden, denn zu seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen. Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an den des Glaubens Genossen. Yeah, in New Living Translation it says in verse 9, 6, Galatians chapter 6, verse 9, it says, so don't get tired of doing what is good. Don't get discouraged and give up, for we will reap a harvest of blessings at the appropriate or appointed time if we do not give up. Amen. Amen. So don't get tired of doing what is good. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. I know you're doing good. Amen. Ich weiß, dass ihr Gutes tut. You're doing good for God. So that's why Paul challenged the Galatians and he challenges us to keep on doing good. Er fordert uns auch heraus, Gutes zu tun, weiterzumachen damit. Yeah, and to trust God for the result. Because God said, in due time, in appropriate time, you will reap a harvest if you don't give up. Und er ermutigt uns auch, auf das Resultat zu warten, weil im Wort steht, zum richtigen Zeitpunkt werde ich euch belohnen. Yeah, there is blessings. Da wird Segen sein, ihr werdet ernten. When you believe, then it will happen to you. Wenn du daran glaubst, dann wird es dir auch passieren. That's why let's keep a good attitude. Lass uns eine gute Einstellung behalten. And do the right thing. Und das Richtige tun. Even there are times it's hard to obey or to do. Es gibt einfach auch Zeiten, da ist es schwer zu gehorchen und das zu tun. Yeah, to give your time sometimes. Oh, I don't have time, Sister Mitzi. You know, I'm very busy. Even, you know, it's very hard to give, but time, just believe that time comes from God. The more you give your time for God, God will give you more. Ich meine, sagen, vielleicht sitzt er mit dir, ja, du weißt doch, ich habe keine Zeit und das. Aber dann sage ich nur, wenn du dem Herrn Zeit gibst, dann wird er dir sie auch wieder zurückgeben. And do you believe that you have a talent? It's impossible that each one of us doesn't have a gift from God. Each one of us, God bless us with a gift. You are just lazy to use that gift for God.
Jeder von uns hat ein Talent, jeder von uns hat ein Geschenk von Gott bekommen und vielleicht seid ihr einfach manchmal zu faul, es zu benutzen. Ja? I really believe. Ich glaube das wirklich. Ja, that each one of us we are gifted. Dass jeder von uns beschenkt wurde. And our effort, our energy will going to use that for God. Und wir sollten es diese Energie nutzen, um sie für Gott zu gebrauchen. And it's hard also sometimes to give your finances. Manchmal ist es auch einfach schwer, Geld zu geben. It's hard to obey because, oh, I need to buy this and this. But you know, when that money is a sacred part for God, release it by faith and believe it, there is a miracle of your obedience. Ihr habt vielleicht einfach Probleme, weil ihr denkt, ah, ich muss das noch bezahlen. Aber lasst es los. Und es wird zur richtigen Zeit zurückkommen zu euch. But when you obey, then you are passing the test. Wenn du gehorchst, dann wirst du hast du sozusagen den Test bestanden. And God said in His Word, yeah, He promises us at the appropriate time, at the appointed time, you will reap a harvest if you don't give up. Gott verspricht es uns, wenn du weiter daran glaubst, wenn du gehorchst, wirst du zur richtigen Zeit ernten. Yeah, as we wait upon the Lord, then when you give your tithes and offering, don't just give casually. Oh, it's giving time again. Sister Mitzi said that you give, so I give. No, give that with faith and stand in the word of God and prayerfully believe that God is going to multiply your seed. Wenn ihr euren Zehntes und Opfer geben sollt, sonntags hier, dann tut es nicht, weil Schwester Mitzi sagt, ja, es ist jetzt Zeit dazu, sondern gibt es mit einem freudigen Herzen. Gott wird euch dafür segnen. There is power in prayer. Da ist Kraft im Gebet. Amen. So Amen. When you give this afternoon, pray and believe that God is going to increase your seed. Da ist Kraft im Gebet. Und wenn ihr heute gebt, dann betet dafür, dass Gott deinen Samen vermehrt. Amen. The last verse will be in Proverbs 15:23. Der letzte Vers ist in Sprüche. Ja, 15:23. It says, to make an apt answer is a joy to a man, and a word in season, how good it is. Vers 22. Es ist ein Mann, eine Freude, wenn er richtig antwortet und wie wohl tut ein Wort zur rechten Zeit. Other version it says a person finds joy in giving an apt reply and how good is a timely word. Amen. Amen. A person finds joy in giving. You know when we give because we obey in the word of God, there is really inner joy and peace in our heart. Amen? Did you experience that? Givers. Givers in the house of the Lord. There is joy in our heart when we obey what is in the word. Die freudigen Geber im Hause des Herrn, wenn wir gehorchen, dann segnet uns Gott dafür. Because you know and you know they are good and delightful in the sight of God. You know that when you give, they are good. And they are delightful in the sight of God. Wenn ihr gebt, ist es einfach ein wunderschönes Gefühl und das gefällt Gott. Amen. Because our giving is an act of worship. Do believe that faith is in your heart. Hallelujah. Geben ist nämlich auch eine Art der Anbetung und ich glaube, dass der Glaube in eurem Herzen ist. Amen. Givers. Amen. If you need an envelope, we have our ushers there. Die freudigen Geber, wenn ihr einen Umschlag braucht, wir haben unsere Helfer, die geben euch. And in our envelope we have the name and the dates. Every, you know, you can write your name and even what kind of giving for the tithes or for the mission support or building support. You can write so that it's very easy for us, for me also to write. The records. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch euren Namen draufschreiben, für was ihr spenden möchtet, für unser Gebäudeprojekt. Und für mich ist es einfacher, das dann alles zu
aufzuschreiben. Yeah, and also if you need this account for our spending as a church, we have available wie heißt es? Überweisung form. Alice. And we also want to give you an opportunity to give your pledge for our building fund project. Wir wollen euch auch nochmal ermutigen, für unser Gebäudeprojekt zu spenden. Amen. Amen. So we have all, just ask our usher afterwards and she can give you the form. Fragt unsere Helfer nach dem Gottesdienst und sie werden euch dabei helfen. Amen. So be encouraged, your giving will never be in vain. Seid mutig und was du gibst, ist nie umsonst. Amen. So let us pray for our tithes and offerings. Lass uns für der Zehnte und Opfer beten. Yeah, Lord Jesus, thank you that you are our awesome God. Herr, wir danken dir, dass du unser großer, wundervoller Gott bist. You are so beautiful, oh God, and we cannot complain who you are in our lives. You are so good and you are so faithful. Du bist so toll und wir können uns nicht beschweren, dass du in unserem Leben bist. Yeah, you are so faithful, oh God. Du bist so treu, Herr. And Lord, thank you once again for this opportunity to give in your house. Herr, wir wollen dir heute nochmal danken, dass wir heute in deinem Haus etwas geben dürfen. We know that we can give because you bless the work of our hands. Wir danken dir so sehr, Herr, weil du die Arbeit unserer Hände gesegnet hast. And thank you, Lord, that we have a cheerful heart to give what belongs to you. Wir danken dir, Herr, dass wir ein freudiges Herz haben. This is our act of worship to you, O God. We give the secret portion, O Lord, our tithes and offerings. Das ist ein Akt der Anbetung und wir geben dir gerne was dir zusteht. And we stand in your promises that in your due time, O God, we will reap your blessings. And thank you for that, the blessings that you're going to pour in our lives. Wir kennen dein Versprechen, dass du uns zur richtigen Zeit ernten lässt in unserem Leben. Amen. We thank you, Lord Jesus. We release it by faith and confidence, knowing, Father God, that you are happy in our giving. Wir lassen es los mit Vertrauen und dass du unser Leben glücklich machst. In Jesus' name we believe and we pray. Amen. In Jesus' name. Amen.